mein Urteil zu ändern, das müssen Sie selbstverständlich nicht. Aber wenn Sie mal in die Verfassung schauen, dann steht dort, die Exekutive ist an Recht und Gesetz gebunden. Darauf habe ich meinen Amtseid abgelegt. Und ich muss Ihnen in aller Klarheit sagen, es steht überhaupt nicht in meinem Belieben. Und es steht überhaupt nicht in meiner Verfügung. Und ich werde einen Teufel tun, mich nicht an Recht und Gesetz zu halten. Und so ist die Lage. Und Sie können sich gut vorstellen, dass mir das Ergebnis auch nicht gefallen hat. Aber wenn man direkte Demokratie möchte, und wir möchten sie, dann muss man die Ergebnisse, auch wenn sie gegen einen selber fallen, mittragen. Sonst funktioniert das nicht. So viel habe ich das beantworten kann, aber nicht. Und deswegen kann ich Ihrem Anliegen einfach nicht helfen. Deswegen ist aus dem Landesvater überhaupt kein Herrenknecht geworden, sondern ich bin Knecht der Verfassung. Weil ich ein überzeugter Demokrat bin und weil ich davon überzeugt bin, nur wenn wir uns alle auf dieser Verfassungsordnung streiten und nicht hinter, neben oder über oder unter ihr, können wir dieses Gemeinwesen zusammenhalten. Stunde ist jetzt beendet. Also, denken Sie einmal herzlich, denken Sie einfach darüber nach. Das sind einfach Tatsachen. Und wenn Sie die widerlegen können, dann schreiben Sie mir gerne, ich werde Ihnen darauf antworten. Nein, Sie, das ist auch ein ganz großer Irrtum, dem Sie unterliegen. Stellen Sie mal vor, man würde in einer Wahl nachweisen, dass da jemand gelogen hat. Deswegen ist die Wahl noch nie ungültig gewesen, wenn Sie schon viele Wahlkämpfe gelogen wurden. Das ist eine ganz irrige Meinung. Eine ganz irrige Meinung, dass darüber dass in einer Wahl über Wahrheit und Lüge entschieden wird. In Wahlen und Abstimmungen wird nur über Mehrheiten entschieden und nicht über Wahrheit und Lüge. Ich meine, wo kämen wir denn dahin? Es wäre ja furchtbar. Stellen Sie mal vor, wenn Ihnen über Wahrheit oder Lüge entschieden wird, wie könnte denn die Minderheit es ertragen? Die glaubt, sie hat die Wahrheit gepachtet. Das wäre ja nicht unmöglich. Und da würden wir uns zum Schluss alle die Köpfe einschlagen. Und weil wir das aber nicht wollen, sondern friedlich unsere Konflikte auftragen wollen, deswegen wissen wir, bei Wahlen entscheiden Mehrheiten. So ist es einfach. Was Schlaues hat noch niemand erfunden. Deswegen wollen wir sie auch umsetzen und haben Ihnen dazu die Vorschläge gemacht. Ich will noch mal was zu den Preisen sagen. Der Jürgen Metzler hat das schon aufgelistet. Auf die Umlagesteigerung beim EEG gehen gerade mal 13% auf die regenerativen Energien zurück. Über 50% gehen auf die gesunden.